So Leute, weiter mit War Tales, mit unseren Kriegsabenteuern. Wir haben geplündert, wir haben das Inventar gefüllt, wir reparieren nichts. Wir versuchen mal nach oben zu entkommen im Schneesturm. Das ist gar nicht so leicht. So, jetzt geht's nach oben zurück. Was ist denn das hier? Gott, ich sehe nichts hier. Oh, das war wichtig. Das ist für die Herstellung von Schnee, von Medizin. Gott, Leute, ich sehe nichts. Hier ist... Komm, ich will versuchen es mal. Hoffentlich werden wir nicht angegriffen. Wir sehen die Nacht. Oh Gott, Leute, wir sehen nichts und hier ist überall Zeug zum Einsammeln. Das ist so riskant. Wir haben keine Tätigkeitspunkte. Wir müssen sprinten. Wildschweine kommen. Go, 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 go. Können wir entkommen? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Boah, das war knapp. Boah, war das knapp. Wir sind gerade den Wildschweinen entkommen. Mann, war das knapp. Wenn wir nochmal überfallen wurden. Boah, war das eine knappe Geschichte. Puh. Puh, puh, puh. Wo geht's denn nochmal hin? Hier hin und dann da oben lang, okay? Einmal bitte eine kleine Abkürzung. Puh, puh, puh. Gut, dass ich die Beine in die Hand genommen habe. Mann, 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 Mann. Puh, 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 puh. Da ist schon der Ort. Sehr schön. Oh, wir müssen einmal rasten. Das machen wir vorher. Alle Leute sind verwundet. Ist halt so. Gold zahlen müssen wir keines. Einmal Fleisch bitte. Sollen wir den Apfelpfannkuchen rausgeben, damit es länger dauert, bis wir das nächste Mal rasten müssen? Können wir machen, ne? Machen wir einmal. Einmal einen Apfelpfannkuchen, ein bisschen Fleisch muss dabei sein. Sonst macht Wolfi uns Ärger. Geben einen Kadaver raus. 22. Der Weinbrand hilft uns wenig, hatten wir gesagt, ne? Weil wir auch ohne Weinbrand auf 15 Zufriedenheit kommen. Der Hammeleintopf, Stärke erhöht um 10% bis zur nächsten Rast. Das sind genau die 14, die wir brauchen. Perfekt. Super. Machen wir es gebongt. Einmal rasten bitte. Das ist eine gute Frage von Scarpe Baros. Warum rennst du nicht immer wieder mal? So kommst du schneller über die Karte und musst nicht so oft rasten. Das mache ich deshalb nicht, weil ich nicht sicher weiß, ob das nicht dazu führt, dass unterm Strich der Ermüdungsbalken schneller kürzer wird. Das weiß ich nicht. Leider, weil im Spiel viele Dinge, das kann man ja nicht genau messen. Man sieht, wie so ein Balken runtergeht. Es ist ja nicht rundenbasiert, da kann man sowas abstoppen. Das heißt also, wäre ich Entwickler, dann hätte ich dieses Spiel designt, dann hätte ich das so designt, dass dann, wenn man sprintet, dass es auch mit einem Malus verbunden ist. Und dass der Ermüdungsbalken unterm Strich schneller runtergeht. Weil ansonsten macht man immer sprinten weiter. Bei Elex, da kann man das machen. Also, als Entwickler hätte ich es so gemacht, aber ich weiß es letztlich nicht. 6 Aktionspunkte ist wenig, aber hilft. Zufriedenheit erhöht. Genau die 15, die wir brauchen für mehr XP. Alle sind glücklich. Wir haben Einfluss dazu bekommen, weil wir einen Bonus haben. Alles fein. Alles super. Und weiter. Das war's, ne? Können wir noch irgendwas herstellen? Ich glaube nicht. Ne, ne? Alles okay. Einmal raus, bitte. Rüber zur Stadt. Einmal vorsprechen. Geld abheben. Bankkonto. Bei der abgesandten Mietner. Leute, wir haben Kopfgeld. Treiben wir mal ein. Wir haben für euch Leute um die Ecke gebracht, die es verdient haben. 281 Gold. Das ist gut. Sollte alle 3 Tage bei 186. Da können unsere Leute ein Stückchen von leben. Neue Quests. Was gibt's hier um die Ecke? Irgendwas Neues? Nee, in 6 Stunden kommen die neuen Aufträge erst rein. Neue Apfelpfannkuchen vielleicht kaufen. Es ist ein neuer Apfelpfannkuchen. Der ist sogar billiger da. Super, wird sofort gekauft. Ich stehe total auf Apfelpfannkuchen, ja? Einmal kaufen. Dann Dinge verkaufen. Nee, erstmal zum Schmied.
Oder jetzt schon verkaufen. Was brauchen wir denn nicht? Ich glaube, die große Axt des Gefährten nutzen wir nicht. Die ist ziemlich bucklig. Die verkaufen wir einmal. Schneelilien setzen wir. Die Brigantine des Deserteurs ist als Reserverüstung, okay? Die Keramik? Nee. War die ein Handelsgut? Ist das ein Questgegenstand, Leute? War die Keramik ein Questgegenstand? Ich glaube ja, ne? Oder konnte damit irgendwo verkaufen und Handel treiben? Ich kann mich ja wieder an nichts erinnern. Die Fackel, die Eisenaxt, die hatten wir hergestellt und die Grauaxt nicht gegeben, weil wir gesagt haben, die ist nicht so cool, wie die, die er hat. Weil wir die Auslöschungskapazität, also diese Spezialfähigkeit Auslöschung, cooler fanden als die Fähigkeit, als die andere halt. Wir haben noch keinen Koch, der das machen kann, Trupp. Ich krieg das ständig rein. WB, kauft das Rezept für den Pfannkuchen. Wir haben noch keinen, der das machen kann. Wir müssten unseren Koch aufleveln, indem wir dem mal ein paar Dinge auf Vorrat machen lassen, aber ich habe die ganzen Rezepte noch nicht gemacht. So, die Keramik hatten wir hier eingekauft, also verkaufen wir die nicht hier, genau. Also ich sehe im Augenblick nicht, was wir hier vernünftig verkaufte bekämen. Den Rest behalten wir mal. Bleibt mal alles. Haben wir genug Nahrung fürs nächste Mal? Ja. Ist okay, kann man mit leben. Weinbrand brauchen wir auch nicht. Das sind Sachen, die wir verkauft haben. Wir gehen einmal raus, gehen zum Schmied, lassen einmal unser Zeugs reparieren, bitte. Gegen Geld. Ist billiger, als wenn man es selber macht. Und kaufen neue Rohmaterialien bitte ein. Mindestens 20 hätte ich gerne dabei. Mal 20 dabei. Charbon, brauchen wir Kohle? Ich glaube nicht. Wir schauen mal, ob wir irgendetwas schmieden wollen. Wir können im Augenblick nicht schmieden, weil es uns an Eisen fehlt. Das war das Problem. Wissenspunkt haben wir keinen. Das waren die Ambossmöglichkeiten. Holz, Eisenerz. Was wollten wir noch mal als nächstes schmieden? Ich glaube gar nichts. Wir waren, glaube ich, mit allen Sachen halbwegs zufrieden, oder? Gibt es irgendeinen von unseren Leuten, für den wir noch was herstellen wollten? Bobitz, danke, willkommen. Bitte alle mal herzlich den Bobitz willkommen heißen hier zum ersten. Herzlich willkommen hier in unserer Community. Ein paar Blümchen bitte für dich. Das Großschwert, wollten wir das machen? Nun wollten wir das Großschwert herstellen. Welches Großschwert meinst du? Ah, das hier unten, ne, das wir freigeschaltet hatten. Nee. Welches Großschwert denn? Ich sehe ja kein Großschwert. Welches meinst du denn? Ach, du meinst den Eisenclaimer. Dafür, ja, haben wir freigeschaltet durch Wissenspunkte. Dafür fehlt uns aber Eisenerz. Und das wird vor Ort nicht verkauft. Nicht spoilern, wo es das gibt, sonst bin ich sauer. Sonst gibt es rote Karte im Chat. Ja, bitte nichts spoilern aus Karten und Spielkenntnis. Gerne mit Grübeln, nichts spoilern. Unterschied kennt ihr. Müsst ihr nur kurz nachdenken. Also, wenn wir irgendwo eine Quelle finden für Eisenerz, dann gerne. Sonst können wir nichts herstellen. Ja, damit der Koch besser wird. Wir könnten ihn. Salz haben wir. Könnten wir ein Brot herstellen? Am Apothekentisch können wir, glaube ich, nochmal Medizin herstellen. Die haben keinen Beinwell mehr. Wir können gar nichts machen im Moment. Nichts. Wir sprechen nochmal beim Markt vor. Da gibt es das Beinwell. Für 5 das Stück und die Medizin wiederum, wenn wir die verkaufen, bringt 28. Und wir haben 4. Genau, man braucht 2 Schneelilien und 2 Beinwellen. Die Fiolen haben wir. Wie viele Fiolen haben wir? Eine. Das heißt, wir kaufen mal 2 Beinwellen oder haben wir noch ein Beinwell?
Das sind die Schneelilien. Ich kaufe mal zwei. Ich sehe das gerade nicht auf die Schnelle. Wir kaufen mal zwei Stück. Sandstein brauchen wir nicht. Leder haben wir, glaube ich, noch genug. Hatten wir früher auf Vorrat, haben wir 14 Stück. Das sind Sachen, die wir selber verkauft haben. Alles klar. Und Keramik können wir woanders verkaufen, eventuell, ne? Wir könnten raufziehen, und versuchen, und wir könnten mal oben den Preis für Keramik checken. Wir haben ja eine Keramik, haben wir, glaube ich, hier vorne, ne? Oder zwei Keramik haben wir, glaube ich, in unserem Inventar. Wo ist denn die Keramik bei uns? Ja. Dann checken wir mal, wie teuer das ist, wenn man die oben verkauft. Hier bekämen wir für die geringfügig besser. So, hier gehen wir raus wieder und dann schauen wir bei der Apotheke mal vorbei. Und ist hier vorne. Eisen hatten wir aus den Minen geholt, aus Meeren, Peacefighterchen. Ob das nachwächst, in Anführungszeichen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir sprechen einmal vor bei. Pardon. Wir kaufen ja. Wir machen hier mit Anna zusammen eine Medizin. Und das war's. Mehr können wir im Augenblick auch nicht machen. Überall. Jetzt ziehen wir über die Karte wieder raus. Und ziehen dort oben hin. Erfüllen Quests, geben die zurück. Laufen zurück, treiben eventuell Handel. Halten da oben nochmal eine Aufträge-Ausschau und müssen irgendwas dort oben abliefern. Na? Dem Händler müssen wir Bernstein bringen. Das ist eine Quest. Haben wir Bernstein? Gott, ich kann mich ja nichts erinnern. Es liegt schon wieder Tage zurück. Hatten wir Bernstein? Die Stoßzähne tausche ich nicht ein, Wickham Energy, weil es ein Jagdlager gibt, wo man coole Dinge für bekommt. Und da sind die potenziell mehr wert, als wenn man die hier vorne verkauft. Wir haben noch keinen Bernstein gefunden. Okay. Dann lassen wir das mal sein hier. Dann ziehen wir einfach dort oben hin zurück, ne? Hier unten gibt es keine Quests mehr. Wir könnten auf gut Glück 6 Stunden vor Ort vertrödeln. Im Gasthaus. Bis es hier wieder neue Aufträge gibt. In 5 Stunden. Einmal um die Ecke, eine kleine Runde um den Dorf drehen und gucken, ob wir noch mal irgendwas einsammeln können. Sollen wir das machen? Matze schlägt es auch gerade vor. Ja? Da war was mit Wollstoff, aber Wollstoff haben wir, glaube ich, mittlerweile 4 Wollstoff haben wir, glaube ich, hier. 4 Wollstoff, bitte. Das ist 4 Pestleder. Ja, 4 Wollstoff haben wir. Wir machen mal einen kleinen Bogen hier drumherum und gucken, ob wir in den 5 Stunden irgendwas finden. Einverstanden? Wo sind wir? Wir sind eher am unteren Ende, ne? Wir müssen eh oben lang. Wir können auch mal mit dem Händler hier ein Gespräch führen. Vielleicht können wir hier unser Eisenerz bekommen. Fischöl, Holz, Dietriche und Angelhaken. Gibt es hier eine Mine, wo wir ein zweites Mal hin könnten? Da kann man die Reißzähne eintauschen, aber das ist weit weg. Das braucht lange, bis wir da oben sind. Wir haben mittlerweile verdammt viele Reißzähne, ne? 167. Aber ich weiß gar nicht, ob wir die schon eintauschen können, bevor wir die Quest erfüllt haben. Da lasse ich mich spoilern. Weiß jemand, ob man in dem Jagdlager die Reißzähne bereits eintauschen kann, bevor man Sickers Wolf-Dingsbums Quest erfüllt hat? Können wir? Ja. Dann lass uns das da einmal machen. Wir machen einmal einen Abstecher nach oben und gucken, was wir da Cooles bekommen. Ja? Nacht kommt. Blitz und Donner. Nebel.
Bitte den einen Spoiler-Tipp im Chat löschen. Na, Leute, nochmal. Das war das letzte Mal, dass jetzt einer nicht auf Eis gelegt wird bei so einer Spoilerei. Dir kann man was eintauschen. Gut. Jetzt hier rüber, bitte. Weil ich bin es echt leid, immer und immer wieder drum zu bitten, alle 5 Minuten, und die Hinweise werden ständig geschrieben. Ich will es auch nicht schon wieder erklären. Ist ja langsam ein Running Gag. Hier können wir, glaube ich, eintauschen. Ne? Untersuchen, das war das Lachen, die man nur klauen kann. Das wollen wir nicht. Bei ihm hat er die Queste eben bekommen. Da können wir, glaube ich, im Augenblick nichts weiter voranmachen. Aber bei ihr können wir, glaube ich, Handel machen. Ja, Reißzähne können wir eintauschen. Gegen Stoff, gegen Dietriche, Kohl. Eine Falle. Interessant. Mit diesem Werkzeug können während der Rast kleine Tiere gefangen werden. Für 20 Reißzähne lohnt sich das. Und das hier ist Baupläne, Rüstungsverstärkung des Weisen, des Verteidigers. Erfordert Tüftlerlehrling. Rüstungsverstärkung, da ist die Frage, wo man die anlegt. Ob das am Gürtel ist? Das ist ein Gürtel, ne? Das sind, glaube ich, die Rüstungsverstärkungen, gehe ich mal von aus. Dass sie hier in dem linken Teil drin sind. Das heißt, wir holen uns mal eine. Tauschen die mal ein. Des Weisen? Des Verteidigers. Des Verteidigers gibt, würde ich mal raten, mehr Abwehr. Und des Weisen, irgendwas, was spannender ist. Das holen wir uns mal. Kaufen wir einmal. So, dann gehen wir wieder raus. Also jetzt reicht's mir echt. Bitte einmal auf Eis legen, jetzt wirklich. Also das ist jetzt okay. Ich hab's doch gerade gesagt. Ich hab echt keinen... Also langsam werde ich echt sauer. Ich weiß nicht, was das soll. Bitte mal für ein paar Minuten. Also ich hab's langsam satt, echt. Ich nenne mal keinen Namen, der Betreffende weiß, dass er gemeint ist. So, das haben wir gemacht. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, bei einem Schmied, wie das Ganze funktioniert. Wir gehen einmal hier raus. Gehen wieder rüber. Laufen zurück. Oh Gott, man sieht echt nichts hier. Warum geht es nicht weiter? Ach so, wir bleiben kleben gerade. An diesem winzigen Felsen hier. Das ist die von eben. Gleich bekommen wir auch neue Aufträge. Wölfe. Da müssen wir durch. So. 18er Wölfe. Solange wir Rüstung haben, kein Problem. Rüstung ist repariert, kriegen wir gebacken. 15 Gegner. Wo stehen die Kollegen? Alle in der Mitte. Und wir kommen von den Seiten. Und die kommen noch von der Seite hier hinten, das heißt, die kommen uns am Ende. Und die kommen von der Seite, das heißt, wir versuchen uns hier links aufzustellen und die dann der Reihe nach abzuarbeiten. Hier haben wir 2 Plätze frei, hier ist ein Speer. Oh, das wird schwer. Da machen wir ein paar Massenangriffe von rechts, hier ist eine... Ah, das wird schwer. Da müssen wir mit die müssen als Erste ziehen und dann gucken, dass sie da links kommen. Und das wird schwer, weil wie viele Bewegungspunkte hat der Wolf? 12. Schafft er es bis da hinten hin? Ich weiß nicht. Also der muss auf jeden Fall von links nach rechts ziehen. Hier können wir gleich einen Speerwurf machen durch 3. Brot abzieht als Erster, macht einen Speerwurf, erwischt er einfach. Ich glaube 2 erwischt er mindestens, dann wirft er ihm weiter. Dann kann
Martin noch hinterher, Grauaxt, Giftnadel. Hätte ich gerne für seine Massenangriffe hier links. Martin hat nicht so viel Rüstung. Hier links haben wir noch zwei weitere, die wir hinstellen können. Da ziehen wir mal die beiden rüber. So. Dann haben wir nur die beiden hier und die ziehen als erster. Der Wolf zieht, dann der Wolf hier unten, der kommt nicht bis zu uns hin. Und an die hier rechts, die sind auch nicht schnell genug. Das heißt, die beiden, die hier stehen, werden als erste ziehen. Brotab orientiert sich nach links, zieht hier auf den Speer, wirft den Speer, wirft dann seinen eigenen Speer, geht weiter nach links. Ich würde gerne frühzeitig mit Anna sondertätig, Sondertapferkeitspunkte bekommen. Die sollte sich zwischen unsere Leute stellen. Das heißt, Anna vielleicht, wo ist Anna? Die stellen wir vielleicht da links in die Mitte. Gott, wo ist denn Anna? Ja. Wenn Anna hier steht und das Wachrütteln macht, hier kann sie 3 Bonuspunkte bekommen und danach noch den Speer werfen. Dann setzen wir Anna von links, von hier aus kommt ein hier. Wolfi kommt bitte ganz von... Wolfi kann von hier aus. Ronja von hier. Ronja und Anna kämpfen bekanntlich Seite an Seite, weil Ronja die Leute in Brand setzt. Der Wolf wird gleich als erster angreifen. Dann greift der wohl Grauaxt an. Grauaxt kann sich super zur Wehr setzen. Mit Auslöschung und anderen Geschichten. Ja, das klappt sehr gut. Genauso machen wir es. Die können so stehen bleiben. So kann man bingen. Auf geht's, viel Vergnügen. Wir starten. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen fangen kann, ich glaube, die müssen... Puh, was waren nun mal die Voraussetzungen? Ich habe es vergessen. Da lasse ich mich gerne spoilern. Kann mal jemand bitte schreiben, warum, ab wann man Tiere fangen kann? Man braucht ein Seil, aber es gibt irgendeine Voraussetzung im Kampf noch. Ich glaube, die haben nur noch die Hälfte der Trefferpunkte oder irgendwie sowas. Wenn das mal gerne jemand schreibt, sehr, sehr gerne. Die Tanks Wacom Energy brauchen, genau, Matze, Wolf, 50% der Trefferpunkte verloren und muss im Kampf sein. Danke. Mhm. Mit einem im Kampf und der andere dahinter, Applebee, danke dir. Die Tanks stellen wir nicht rechts hin, weil du siehst das jetzt. Ich habe das ja gerade so grob durchgeplant, das machen wir anders. Brotab zieht hier rüber, Brotab zieht auf den Speer hier drauf. Wirft diesen Speer einmal auf den hier vorne. Auf den hinteren, trifft einen, zieht dann vor. Ach, das geht viel zu schnell hier. Einmal hierhin bitte. Dann mit einem Punkt einen Speerwurf durch 2. Und noch einmal zustechen. Und ein paar Wolfis sind schon hinüber. Jetzt gibt es nur noch 13. Prima. Das hat genau geklappt. Der war weit genug Giftnadel entfernt von denen, als dass er rüberziehen konnte. Und er kann jetzt einen Massenangriff da oben machen. Dann kommen die von rechts, aber der kann die alle gut stellen. Weil das hier sind nur noch 3 und da kommen die alleine mit klar. Nächster, der zieht, ist der Wolf hier rechts. Dann der daneben. Dann der hier hinten. Dann hier nochmal welche. Und die kommen erst viel später. Das heißt, wir können mit der Giftnadel, die kriegen den alle nicht, schon mal in die Mitte sich stellen. Mal gucken, ob das klappt. Und 3 auf einmal erwischen. Schafft er 3? Nicht ganz. 2 schafft er, aber nicht 3. Einmal neben die. Einmal hinterhältiger Widerstand. Jetzt könnte er noch, er hat noch weitere Aktionspunkte, einmal Zorn machen.
Ich würde gerne Punkte sparen. Das ist nicht nötig. Also, solange die Rüstung nicht beschädigt ist, ist alles okay. Wir könnten einen töten, aber ich will nicht, naja, nochmal rasten müssen. Da habe ich keinen Bock drauf, weil bei jeder Rast ist der Apfelpfannekuchen weg. Oder wir ziehen das jetzt durch und rasten nachher nochmal, aber. Wir können auch noch wegziehen. Wir holen uns einen Punkt dazu, indem wir uns hier hinstellen. Weil wir stehen so günstig, die meisten Wölfe sind so weit von uns weg. Wir haben das Kampfgeschehen so gut nach links verlagert, aus der Mitte nach links. Das klappt auch so. So, jetzt die Kollegen hier vorne. Der zieht gleich, der zieht dann. Denn der hier oben, der also gleich, und der wird Brotab angreifen. Denn der da hinten, okay. So, dann kümmern wir uns mal um die hier. Und wir hatten gesagt, da ist ein Speerwurf drin. Anna zieht vor, hatten wir gesagt. Und holt sich die Sonderpunkte, die Wachrüttelnpunkte. Indem sie sich. Schafft die das? Neben drei stellt. Nicht zwei bekommen wir nur, ne? Dann ziehen wir jemand anders vor. Dann ziehen wir Ronja. Einmal hier in die Mitte. Einmal den flammenden Pfeil nach hinten, bitte. Klappt das? Den Punkt geben wir nicht aus. Stellen uns hinter Martin. Pardon, hier hinter, hier hin. Kommen einen Punkt zurück. Und als nächstes ziehen wir Anna in die Mitte und die sammelt Punkte ein bei den anderen. Dann müssen wir uns da keine Sorgen mehr machen. Diese gelben Wegwerfpunkte. So, jetzt kommt Anna und stellt sich. Der Wolfi kämpft gleich, der hier vorne. Wir haben bis zu 4 Punkte können wir einsammeln mit Wachrütteln, wenn wir uns 3 Punkte hier hinstellen. Wir ziehen hier einmal hin. Einmal Wachrütteln bitte. Einmal den Speer werfen. Einmal vorziehen bitte. Klingensturm. Die Wölfe kommen. Also ein paar weniger Aktionspunkte haben wir dann verbraucht in dem Kampf. Die gelben, also mit 5 gehen wir aus dem Kampf raus, das ist okay. Da kann man mit arbeiten. So, nächster Wolf ist der hier hinten. Giftnadel hatte schon. Brotab hat auch schon. Die kommen nachher. Anna hat auch schon. Grauaxt hat noch nicht. Grauaxt zieht bitte vor. Einmal mit Auslöschung. Hier hin. Einmal einen Auslöschungsangriff. Weiter geht's nicht.
Wir können jetzt taktische Ordnung reicht nicht bis dahin. Nee, schade nicht. Riposte ist irgendwie... Wir können 2 Punkte für Riposte ausgeben, dann werden alle im Nahkampf... Aber das ist ja nur eine Einheit, würde einen Gelegenheitsschlag bekommen, das ist Quatsch. Wir setzen einfach eine Runde aus. So, und dann ziehen wir hier vor. Arnie kann noch. Kommt er weit genug? Leider nicht. Ronja hat schon Martin. Kommt eventuell mit Spalten. Nee, wir ziehen ja noch nicht durch die Flammen. Kommen wir so an den Flammen vorbei. Einmal hier vorne hin. Hi Matazitzki. Matazickel, ne? Ja, Weihnachtsfeier hat mir auch viel Spaß gemacht. Sif macht mir immer Spaß. Vielen Dank. Treuer YouTube-Zuschauer, treuer Unterstützer, vielen Dank. Danke fürs dritte Abo und vielen, falls du extra zum Abo geben hier vorbeikommst auf Twitch mal bei einem Stream. Vielen Dank dafür. Und im Chat wird wieder über das Spoilern nachgedacht. Falls ihr euch nicht sicher seid, einfach im Zweifelsfall, wenn ich frage, wenn ich laut sage, erklärt mir was, dann erklären. Aber wenn ich dagegen nur so rhetorisch, also ich sage ja oft etwas, ich denke laut nach, was ich weiß und was ich was mache. Das ist keine Aufforderung, mir das zu erklären. Ich sage ja immer, ne? Also wenn ich explizit ausdrücklich sage, erklärt mir was, dann ja, ansonsten nicht. Oder wenn ich ganz grob, ganz, also was ganz Eklatantes übersehe, wirklich direkt davor liegt, vor der Nase, also nicht, was man nur aufgrund des Kenntnisses von des Spiels oder des Szenarios weiß, sondern etwas, worüber ich schon geredet habe und es ist nur, wenn man stundenlang streamt, so ein Flüchtigkeitsfehler, um Himmels Willen auf jeden Fall auch schreiben, aber wenn es um die Erklärung von Spielmechaniken geht, wenn ich drum nach, wenn ich frage, bitte erklären, dann ja, sonst nicht. Martin kann nicht weiter, der hat schon gezogen. Und Arnie zieht auch schon mal nach vorne. Wolfi zieht ganz alleine. Wolfi zieht quer durchs Feuer. Leckeres Wolfsfleisch. Vielen lieben Dank für die Spende. Neue Kampfrunde beginnt. Nächster Wolf, der kämpft, ist er dort oben. Die kriegen wir vorher klein. Das mal ist ein Fall für Giftnadeln. Wir könnten sogar den Zorn einsetzen, damit er noch einen Massenangriff hier rechts macht. Hier rechts, ja, ja, komm. Wir opfern mal einen Punkt hier für Zorn. Und dann ziehen wir mit ihm rüber auf die rechte Seite, zwischen die Kollegen hier. Geht das? Ja, geht doch. Einmal hinterhältigen Widerstand, wenn ich bitten durfte. Giftnadel! Großartig! Du hast es echt drauf. Giftnadel hat es echt drauf. Kann man nicht anders sagen. Was das Ziel ist, erstmal einen netten Dank fürs Kompliment an Ferienwurst. Das Ziel, wir kommen irgendwie im Pfad voran. Die Entwickler erklären ja leider viel zu viel im Spiel. Ich kann nur raten. Vielleicht gibt es irgendwie, ich kann echt nur raten, ich weiß es nicht. Einen der beiden, wer ist der Nächste, der hinten? Dann ziehen wir auf den Stück vor, dann schwächen wir den mal. So. Nächster Wolf ist der hier hinten und dann der hier vorne. Mit ihn schnell erwischen und dann nach vorne ziehen. Das sollte doch möglich sein. Mit Ronja kommen wir zu dem nicht hin.
sind zwei nebeneinander. Einen Fall für Martin. Martin zieht aus den Flammen raus, zieht zwischen die beiden und einmal seinen Spaltenangriff. Kann dem Feind entgegenziehen. Wir sind galvanisiert, extra Punkt bekommen, weil mehrere auf einmal getroffen und runterziehen bitte. Martin hat noch keine Schramme bekommen. Wolfi zieht aus dem Feuer raus. So, und das ist der nächste hier vorne. Dann da unten einer. Wir ziehen den mal entgegen. Grauachs ist nur Nahkampf. Der wird wahrscheinlich sowieso keinen von denen erwischen. Brot ab. Wird vielleicht einen erwischen können. Der hat ja Fernkampffähigkeiten. Der nur, wenn die näher kommt. Er zieht nachher. Ronja, Anna, wird Anna noch in den Kampf eingreifen können? Vielleicht Ronja, glaube ich gar nicht. Mit Ronja ziehen wir mal als Erster. Die kommt sowieso zu spät für alles. Oh, ich hätte eins nach links ziehen sollen. Dann hätten wir noch einen Punkt zurückbekommen. Minimaler Schaden. Martin steht hier. Zweimal können wir ziehen. Die beiden Wölfe werden wahrscheinlich beide Martin angreifen. Das heißt, ich hätte gerne jemand vorne, die oder der einen Massenangriff machen kann auf mehrere. Dann könnte, ja, dann ist eigentlich alles andere verschenkt irgendwie. Hier sind es zwei. Ja, das ist dann Fall für Brot ab. Ist das unser Wolfi? Nein. Das ist doch nicht unser Wolfi, ne? Doch, das ist unser Wolfi. Gottes Willen, ich wollte unseren Wolfi angreifen. Wie peinlich ist das denn? Einmal hier hin. Einmal stechen, bitte. Einmal den Speer, bitte. Arnie zieht auch hinterher. Arnie kann gleich auch noch einen Kampf einbrechen. Anna. Wir sind alle viel früher dran. Zwei können noch ziehen. Ich glaube, Anna kommt eh zu spät. Ich bin durch die Flammen durchgezogen. Peinlich. Ein Angriff auf Brot ab. Der letzten dieser Runde. Arnie. Einmal runter. Einmal bitte. Noch einen Punkt ausgeben dafür. Klasse. Soll jemand heilen? Wir könnten Brot abheilen mit einem Punkt. Das haben wir noch nie gemacht. Die nächste eine, die zieht, ist die hier vorne. Oder stellen es einfach vor Brot ab. Das geht nicht, ne? Da kommen wir nicht mehr hin. Dann gehen wir dem einmal... Wir heilen den einmal. Das habe ich noch nie gemacht. Oder einmal, glaube ich nur. Bringt auch nur ganz wenig. Ein ganz kleinen Prozentsatz der maximalen Gesundheitspunkte. Ist echt eher kläglich. Sehr schön. Der stürzt sich auf Arnie, dann stirbt er, weil vergiftet oder irgendwas. Zwei Wölfe gibt es noch. Ein Wolf hier unten. Der nächste, der kämpft, allerdings der hier oben.
Einmal bitte den hinterhältigen Wirbelwind. Ein Messerwurf umzingelt. Amazon. Und aus die Maus. Aus der Wolf, entschuldigt bitte. So, was haben wir gepackt? Gewinn 51 XP, 22 Einfluss. Beute, Wolfsfleisch. Hm. 16 Kadaver, tadellose Reißzähne, Leder, Fett. Alles einmal plündern. Alles einmal reparieren? Nee, ne? Wir gehen einmal zurück. Das Dorf ist direkt um die Ecke und heilen da. Das brauchen wir nicht. Das klappt auch so. Ich bin mal Optimist. Wir müssen rasten. Erstmal einmal speichern. Einmal speichern, einmal rasten. Müssen wir wirklich jetzt schon rasten? Nein, Wut. Oder müssen wir Sold zahlen? Hä? Warum war gerade die Anzeige da? Ach, wir sind zu schwer. Wir haben zu viele Sachen dabei. Deshalb, das war nicht die Rast. Wir schleppen zu viel mit uns rum. Wir müssen was abwerfen. Wie werfen wir denn was ab? Rechtsklick drauf. Ich glaube, das sind diese ganzen Gebeine, die Kadaver, die sind so schwer. Wiegen 2 Trageinheiten. Ich mal gucken, ob wir die abziehen können. Nein, das will ich nicht. Nicht 15. Ich will ablegen, sagen wir mal, 4 oder 5. Mal gucken, ob das mit Shift geht. Ja, jetzt können wir weiterschleppen. Jetzt können wir unser Zeugs weiterschleppen. Sehr schön. Nein! Ich will nicht nichts ablegen. Ich will weiterziehen. Nein! Nein! Nein, ich will nicht! Was mache ich denn? Linksklick? Nein. Rechtsklick? Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt vertändeln wir hier all die Zeit. Ich fasse es nicht!